Mir geht's halt immer so für Kat Geigisch TV mit brauchbaren Multiplayer-Games. Hast du die Demo für Kirby eigentlich gezockt? Was sagst du dazu? Ich habe mir es noch nicht angeguckt, weil ich wegen bezauberndem Real Life keine Zeit hatte. Ansonsten wäre noch Diddy Kong Racing was. Fährst du jetzt dann auch die Retro-Schiene? Obwohl das bei mir noch nicht mal beabsichtigt war, dass ich so viel Retro streame. Ich habe halt einfach gerade Bock drauf. Erst dachte ich erst, dass es nichts für mich ist. Nach dem zweiten Level fand ich es doch ganz nett. Hol mir bald eine Super Nintendo Mini und eine Wii U wegen Breath of the Wild und Wind Waker. Ja, das SNES Mini habe ich ja auch stehen. Daran ist persönlich mein größter Kritikpunkt. Die Spiele sind nicht auf Deutsch. Und halt gerade hier bei Secret of Mana, wo die deutsche Übersetzung halt größten Teil des Charmes ausmacht, tut das halt schon echt weh. Ich persönlich würde halt empfehlen, hack dir das Teil und lad dir die ROMs runter. Vor allem kannst du dir dann halt auch Super Mario RPG und so weiter, kannst du dir dann deutsch patchen. Kannst du mir nicht angucken. Eddies YouTube-Video spinnen bei mir. Okay, WTF. Ich dachte nur, der Eddie spinnt. Holla. Das hier sind auch immer wieder richtig geile Viecher, um zu leveln. Außer wenn sie auf einen kersten. Ja, mein eigenes Video spinnt auch, wenn ich es auf dem Handy schaue. Ja, ich habe das Gefühl, YouTube bügelt aktuell zu viel in den eigenen Algorithmen und so weiter rum und schrottet sich so langsam nach und nach das System. Na? Lucy erreicht Level 36. Falle, ey. Etty, hast du mal probiert, wenn du die Quali umstellst? Oder Faker? Weil das ist auch oftmals, dass die vielleicht, die kodieren ja das Video danach in den verschiedenen Auflösungen und dass sie da vielleicht halt irgendwas geschreddert haben dabei, kann ja auch möglich sein. Frage ist dann halt nur, wenn dann die 1080p und 60 FPS oder je nachdem, was du hochlädst, dass es dadurch dann, keine Ahnung, irgendwas da dann geschreddert hat. Ja, ich bin erst 36, ich bin gut, ich brauche nicht so viel Leveln. Kannst du mal sehen. Sagen, also Knopf. Ja, ich bin am PC. Ja, ich sag mal, wäre halt einfach mal interessant zu wissen. Ich sag mal, ich find's halt wahnsinnig strange, dass er jetzt halt die Leute halt so bestrafen, die kleiner sind. Was ich halt absolut nicht verstehe, weil ich denke mal, die bringen garantiert auch genügend Asche ein. Vor allem, dass sie halt den Kleinen dann halt auch noch verwehren mit Waffenlevel gestiegen. Dass den kleinen Leuten halt verwehren, halt mit gewissen Zusatzfunktionen halt mehr Leute anzusprechen. Ich sag mal, auf Facebook ist es ja auch so, dass wenn du Werbung für deine YouTube-Videos machen willst, du seltener abgezeichnet anderen Leuten gezeigt wirst. Und nicht mal die Leute, die dich abonniert haben, bekommen einen Push, wenn du irgendwas mit Twitch oder YouTube hochlädst, was ich eine absolute Frechheit finde von denen.
glaube, da geht dann jetzt hier ein Tor in der Mitte auf, wenn ich mich da recht entsinne. So, gucken wir uns gleich mal in Level 5 an. Wow, Klatsch! Röms! Ja, es klingt aber schwer nach einem Fehler, den die beim Nachkodieren machen, finde ich, Faker. Ist natürlich für den, der das Problem damit hat, halt doppelt und dreifach ätzend. Wenn du jetzt noch dann deine eigenen Videos nochmal angucken musst, nachdem du sie hochgeladen hast, weil YouTube dir die Dings schreddert, die Datei. Ich persönlich finde es halt eh irgendwie total komisch, dass es nicht irgendwie von YouTube einen Decoder gibt, wo du deine Videos halt direkt mit kodieren kannst. Dass die noch nicht mal mehr zu Hause nachrendern müssen oder sowas. Weil von meiner Seite aus her, vom Technikverständnis, fände ich das absolut logisch. Weil dann hast du keinen Verlust, keine Farbänderungen, kein gar nichts. Du. Entschuldigung. Du musst kein Rechenzentrum betreiben. Um. Was? Okay. Dann machen wir das halt so. Muss kein Rechenzentrum betreiben, beziehungsweise hast eins mit weniger Auslastung, weil du die Daten halt fertig bekommst. Du musst sie halt höchstens einfach nochmal scannen. Nostalgische Typ hat er auch auf Nostalgisch TV. Das war das letzte oder das vorletzte Video, was er hochgeladen hat, was hardcore asynchron war. Gestiegen. Haben wir hier nicht eben schon? Irgendwie bin ich gerade verwirrt. Hä? Ich bin nur gerade nicht. Bin ich den gleichen Weg zurückgelaufen? Ernsthaft? Mädels machen das schon. Ne, eben war ich unten, oder? Ich bin gerade verwirrt und ihr. Das ist der Weg, wo man herkommt. Ich habe gerade mal eine Sauna aus meiner Wohnung gemacht. Öl wurde zu heiß. Am besten mit Wasser löschen. Nein, tut das nicht.
Vor allem bei der Kälte macht das dann halt auch noch Spaß, schön hier Fenster aufmachen. Swoosh. Wing, wing. Sagen, Mädels, haut doch mal drauf, solange er am Boden liegt. Ah, jetzt ist der Pin rausgekommen. Kann ich mich nicht erstmal in die richtige Richtung verlaufen, bevor ich danach dahin komme, wo ich später hin sollte? Jawohl, man könnte mein Küchenfenster ist schön offen. Und für sowas habe ich zum Glück einen Holzofen, muss ich sagen. Da kann man dann wieder relativ schnell auf eine wohnliche Temperatur kommen. Flatsch. Chaosritter. It's Hershey. Hä? Warst du vielleicht auch schon da? Den dürfte jetzt gut klatschen. Ich habe Elektroheizung, Katastrophe. Ja, ich habe auch Speicheröfen. Und die bin ich auch nach und nach pro Zimmer, was ich renoviere in meiner alten Hofreite, durch Infrarotheizung am Ersetzen. Brauchst nur eine ganz normale Steckdose dafür. Kannst die top einstellen, was Temperaturen angeht. Und ja, spart ein Schweinegeld. Also ich habe jetzt zwei von den Speicherheizungsdingern ausgetauscht und habe über 600 Euro weniger im Monat dadurch. Im Monat auf der Stromrechnung. Im Monat wäre schön, dann kriege ich was raus. Den hat's zerrissen. Gott, welche waren das denn, die Energieschelle gemacht haben? Die waren nervtötend. Bring! Nochmal, bring! Ah! Nope. Eins höher. 130 Euro monatlich als Pauschale für eine kleine Wohnung. Ja, glaube ich dir. Willst nicht wissen, was ich für die 125 Quadratmeter hier bezahle wegen Heizung. Und dabei habe ich zwei Zimmer nur auf Frostwächter stehen, weil ich die prinzipiell außer als Lagerraum nicht benutze. Ich sag mal, was ich schon massiv gemerkt habe, ist, dass ich jetzt bei 3 von 6 Zimmern komplett gedämmt habe. Das merkst du auch richtig massiv. Du kannst die Heizung dann halt ein ganzes Stück weiter runterdrehen. Oh, jetzt wird das mal gepfählt hier. Zack, zack, zack. Alle drei auf so einem Stachel drauf hinüber. Bam! Plop. Jetzt sagen wir mal, dass das Seil geht, dann müssen wir nicht einen Kilometer außen rum rennen. Okay, die Peitsche rockt ganz gut. Aha! Muss doch mit dem Tor war irgendetwas.
Clown-Orb behalten. Ich bin mal gespannt, wie viel Clown-Orbs ich hier nachher habe. In meinem Originalspiel von Anno Dickmilch habe ich nur 6 Clown-Orbs. Was ist denn heute los hier? Ich wohne in einem alten Mietshaus, auch nur weil die Grundmiete sehr niedrig ist, aber irgendwann komme ich hier raus, hoffentlich auch nochmal raus. 46 Quadratmeter Mietwohnung, natürlich nicht Haus. Na ja gut, ich bin mit 21 ausgezogen ins eigene Haus, weil Mietwohnung und so weiter geht gar nicht. Weil wenn ich Tonabnahme mache und so weiter, und dann wackel ich gerne mal die Bude. Handy Sound aus wie beim Stream. Das wäre professionell. Hier, not like this. Doch. Nee, Handy Sounds sind ausnahmsweise mal an, aus Gründen, die ich hier mal nicht breitreten möchte. Deswegen. Oh, mitkommen, Mädels. Nicht die ganze Zeit auf den Nervviechern rum kauen. Au. Racheengel. So. Da ist er, dein Mecca-Etty. Ich habe ihn schon vermisst. Schnüff. Ernsthaft. Kölbe. Ich hoffe, dass ich hier noch Umbra und Lunatic bekomme, beziehungsweise Hades. Nee, wie hieß er hier? Der Schwarze. Weil dann wäre das ein optimaler Punkt, dann, wo ich dann endlich mal leveln kann. Wenn der Faker dann das nächste Mal online kommt, bin ich auf Level 99. Und dann denkt er sich, gut. Jo Faker, hau rein. Piss die Tage und viel Spaß. Ah, ich hatte den Schalter schon gedrückt, gar nicht gesehen. Nocturne, genau. Bin jetzt so durcheinander, weil ich, weil Etty sonst immer nicht kapiert, von was ich rede, ich mir die Namen von den neuen Scheißdingern angewöhnt habe. Ja, Bruder Schlein. Aber ich weiß noch, wo ich das erste Mal bei dem Vieh hier war, hatte ich auch keinen Mana mehr. No! Vesuvio, okay. Okay, dann mal raus mit den Flammengranaten. Ich sagte Flammengranaten, danke. Nee, Feuerhagel war's. Auch gleich weg, wahrscheinlich schon mal, aber Luke noch etwas im Hintergrund weiter. Jo, lass dir schmecken. Und ich sag mal, bis die Tage und bis spätestens Mittwoch. Mittwochabend gibt's auf jeden Fall auch Sink of Mana, wie schon erwähnt.
Wenn wir Post gehabt, hast du noch mal Zeit? Es liegt ja an dir, nicht an mir. Ich hätte ja Freitag gerne aufgenommen. Hätte ich morgen ein sehr bezauberndes Podcast, Real Life am Start habe, wird das morgen nichts werden. Darum streame ich heute ja auch nur relativ kurz, weil ich noch putzen muss. Ich wollte halt nicht ungestreamt, zumindest nicht ohne random Stream die Woche. Das kannst du morgen lassen. Nein. Du hättest Freitag auch mit dem Real Life lassen können und mit mir aufnehmen. Aber nein, du wolltest Real Life. So. Du bist selbst schuld, Etty. Hey, das war ein Kilometer vorbei. Buh! Crazy, grüß dich. Nach über einem Monat durfte ich auch mal wieder. nein. Bäh. Ja, Wollinger. Danke für den Horst, Etty. Und weiter geht's. Lord Crazy gehört jetzt auch zum Clan, wie Obstkuchen. Vielen Dank für dein Follow und schön, dass du am Start bist. Nocturne! Ich bin Nocturne, Patron der Dunkelheit und Diener des Mana. Gegen meinen Zauber kommt keiner an. Ich werde euch begleiten. Nocturne schließt sich an. Auch mal auf eine Hostliste gepackt. Bisschen supporten. Guter Mann. Dank dir. Kraft des Mana-Samens erhalten. Ja, ohne gegenseitigen Support läuft ja eh nicht mehr wirklich was. So hart wie es ist. Selbst die Leute, die sich für einen interessieren würden, die stolpern gar nicht mehr über dich. Finde ich persönlich halt immer massiv schade, weil ich halt auch so viele Leute kenne, die halt so gute Streams machen. Knack. Und ja, es einfach bei denen nicht vorangeht, weil einfach keine Viewer dazu kommen. So, dann packen wir nochmal aus. Natürlich mit den Hardes-Granaten. Günstiger, geiler Angriffszauber. Boom. Smart but lazy, Captain Google am Start. Ja, aber dafür muss ich sagen, dafür hat man dann halt hier unter den kleinen Streamern aber auch einen gewissen Zusammenhalt. Was ich an sich ganz schön finde. Sag mal, allein auch hier mit den Bro Brawlers das Mashup, wo übrigens gestern die nächste Folge rausgekommen ist, die ich sehr empfehlen kann. Ich bin das Comic Relief. Sehr, sehr schön. Und ja, fällt mir noch gerade ein, ich muss für den Soul Joe noch das Intro aufnehmen für das nächste Mashup.
Etty, da könntest du eigentlich auch mal mitmachen beim Mashup. Sag mal, die aktuelle Runde läuft. Da kannst du dich nicht mehr drauf bewerben, aber wenn du möchtest, was heißt bewerben? Mitmachen, ist halt einfach mitmachen. Und gibt dann halt auch. Ja, also ich hab's persönlich ganz gut gemerkt. Prinzipiell, Bro Brawlers ist halt ein Channel von mehreren kleinen YouTubern und wir hauen halt immer. Wir suchen Fragen, die wir uns halt untereinander stellen. Zum Beispiel das aktuelle Video, was rausgekommen ist. Was ist das Lieblingsspiel 2017 von dir? Oder in welcher Videospielewelt würdest du gerne leben? Da macht dann halt jeder seinen eigenen Beitrag dazu und dann setzen da die Bro Brothers halt noch Musik und so weiter dahinter und machen halt noch ein bisschen Comedy Relief drüber. Zum Beispiel, wenn halt irgendwas passt. Zum Beispiel in einer von den Folgen, wo es um den um einen Boss ging von Videospielen, der im Gedächtnis geblieben ist. Bei mir war es zum Beispiel der Schmusekater hier von Synced of Mana. Und da sagte einer am Anfang, ja, Sephiroth bei Kingdom Hearts. Und der nostalgische Typ, mein Co-Moderator, hat auch einen Beitrag gemacht und hat da halt ganz stumpf gesagt, da kann Sephiroth mal heulen in die Ecke gehen. Und dann wurde halt einfach mal der andere eingeblendet, wie er so da gesessen hat. Also ich persönlich finde es sehr unterhaltsam. Und ich bin auch über sehr geile YouTuber gestolpert dadurch. Das kann ich persönlich nur empfehlen. Macht mit, wenn ihr einen Kanal habt, wenn ihr auf Twitch seid. Und man wird voll mit verlinkt. Oh shit. Die böse Falle wurde nicht überlebt. Und deswegen sind immer so 1-3 Minuten Beiträge, die halt jeder hat. Und ich sag mal, Tomatenmann. Ruffy! Tomatenmann Moft ist ja auch schon mal hier im Channel unterwegs gewesen. Der da halt auch ziemlich dick die Finger mit im Boot hat, könnte man sagen. Deswegen schönes Ding, relativ wenig Aufwand und ja, man kann sich halt präsentieren. Müssen mal wieder hören, ob was in der nächsten Runde kommt oder für wann die geplant ist. Dann hau ich dir das mal rüber, Etty, wenn du möchtest. Vor allem das Schöne ist, du weißt danach, wenn du dein Zeug abgegeben hast, auch nicht ganz, wie dann das von dir am Ende aussieht. Weil halt durch Parallelen zu anderen dadurch dann halt auch immer sehr interessante Schnitte entstehen. Also man wird nicht fertig gemacht oder sowas. Also, aber ein bisschen Eigenhumor sollte halt schon am Start sein. Verschwindet, der Meister ist nicht da. Na toll. Meister Luna ist zur Goldinsel geflogen, nördlich von hier. Aha, ist das so? Ach genau, das machen die Viecher. Ist das wirklich die Goldinsel, die als nächstes kommt? Ernsthaft? Auf die? Mondpalast. Kann ich sagen. Rum. Ach stimmt, die waren ziemlich auf einer Linie, ich erinnere mich. Weiß nicht mal, was das ist. Flämmchen! Nein, Lufti!
hängen wir halt einfach in so eine griechische Statue verwandelt wird. Und ja, ich könnte Waffen wechseln und sonst was, aber das mache ich dann beim Nachleveln. Das tut dann die Grindzeit auch ein bisschen erhöhen. Ich weiß, ich wollte dich nur ärgern. Ja. Immer noch Mittagspause. Müssen wir jetzt ernsthaft nochmal zwischendurch auf diesen dämlichen Leuchtturm? Ich möchte gerne die beiden Viecher noch haben, weil die kann ich dann beide auf 5 oder 6, was dann jetzt hier aktueller Level ist, hochprügeln. Gott, wo war denn die Goldinsel? Die war doch auch hier irgendwo im Ozean. Versunkene Kontinent? Der Hauptkontinent, wo es losging? Region. Ja, der Vulkan, wo die Nebeldecke noch zu dicht ist. Wüste. Fliegt doch auch schon das dritte Mal drüber oder so. Das ist die Goldinsel, oder? Ja, Bling Bling City. Kann er da draußen schon wieder mit dem Gas nicht umgehen und hat einen kaputten Auspuff. Mann. Vor allem hier hat er ein Geschäft mitten auf der Goldinsel, wo alles einfach aus Gold ist und fucking teuer. Und wie ist sonst so die Stimmung? Alles gut bei euch? War bei mir definitiv Donnerstag ein ganz tolles Date gehabt. Deswegen geht der Stream heute nicht so lange. Weil, ja, ich bekomme morgen Besuch. Okay. 5, 11. Juhu, Bikini-Zeit! Einmal. Einmal, zweimal und blauer Strampler zweimal. Stimmt, es ist die Goldinsel. Teuer. Dann mach erstmal die Hütte sauber. Jo, das ist ein Upgrade. So, Endkappe. Wer will die Koboldin in einem Bikini sehen? Na, gefall ich dir? Vor allem das Mädchen mit Entenkappe und Bikini. Jo. Ja gut.
Dafür war das Ding ein wenig günstiger. Und sonst bei dir auch alles am Start. Wie geht's Google? Wenn man nicht den Captain fragt, wen dann sonst? Tut mir leid. Eigentlich nicht, aber ich fand den gut. Manchmal. Das kostet richtig Asche hier. Davon können wir auch noch eins nehmen. Nein. So, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal die dickste Klamotte am Start. Ich sage, das bringt jetzt nicht so die Welt. Ich sag mal, Hauptsache der Brustpanzer ist maximiert, weil das ist eigentlich immer so der Hauptverteidigungsanteil. Was 8,8 kostet einer? Das geht. Das geht. Ist gerade so aufgegangen. Glück gehabt. Dafür können wir wahrscheinlich hier nicht mehr übernachten. Ich glaube, Kobolin muss die Rüstung noch anziehen. Sonst wird die plötzlich außen. Nee, was war's? Doch. Aber das hatte ich auch einmal vergessen. Klamotten gekauft und ja, ausgezogen. In Kampf gegangen und so, boom, tot. Was? So, dann gehen wir hier mal in die Waffenliste und hier wieder auf die Magie, wie sie es gehört. Ja genau, Hadesgranaten auf den. Ein paar neue Spiele, also alles gut. Was hast du denn für Spiele am Start? Wenn ich fragen darf. Oh, sorry. Dieses Wetter macht mich so dreckig müde. Aber ich sag mal, dafür, dass es geschneit hat, zeigt schon mal, dass es nicht allzu viele Minusgrade sind. Das ist schon mal absolut nicht verkehrt. Oh Gott, goldene Betten, ob man da drauf gut liegt? Ich glaube ja nicht. Königin Minas ist sehr alt. Ob er schon sein Testament gemacht hat? Okay, ist ein Hochhaus, alles klar. Warum wohnst du in einem... Habt ihr etwas Gold für mich? Was? König Midas hat das Mana dazu missbraucht, sich diese Goldinsel zu schaffen. Er hat wirklich keinen Respekt vor Mana. Die Mieten hier sind einfach zu hoch. Oh, Alter.